Hi Leute und willkommen zurück zu Prey. Im letzten Part sind wir hier in diesen Untersuchungsraum gekommen und wir sollen anscheinend mit dem gefangenen Alien so ein Experiment an dem Toten machen, der da drin liegt. So wie ich das jedenfalls hier gelesen habe. Dazu sollen wir unseren Helm aufsetzen und das Ganze aktivieren. Warum kletterst du da auf? Okay. Achtung, Achtung. Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Scan abgeschlossen. Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Warnung! Untersuchungsraum beschädigt. Ja, davon wenn er rauskommt einfach, sagt mir natürlich keine. Ich dachte, der wäre da drinnen eingeschlossen. Achso, ich bin ja unten. Ich komme. Okay, dann gehen wir erstmal den anderen Weg. Da war ja noch einer, wo vorher oder so war. Genau. Dr. Yu. Noch mehr, danke. Okay, wir haben aber gesehen, dass das Viech Menschen in diese Mimics Viecher verwandeln kann. Warum ist jetzt hier vorne was? Natürlich. Warum sind sie vorne vor? Warnung! Vitalwerte kritisch! Schnauze! Ich kann das. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Wo kommt denn... Das war doch aus, oder nicht? Das war schon... Es bleibt dann überall hängen, nur nicht da, wo es soll. Oh, da ist Loot. Da ist Loot. Das ist...
Hallo. Hey, sieh da. Forschung abgeschlossen. Brauchen Sie Knarren? Muni, einer von diesen Forscherfuzzis war in der Waffenkammer. Hab seinen Code gesehen. Lassen Sie mich hier raus, dann gehört er Ihnen. Ich heiße Aaron. Aaron Ingram. Wollte der nicht tot sein, genau wie der andere auf der anderen Seite? Ja, natürlich. Da liegt Loot und hier vorne bewegen sich irgendwelche Gegenstände. Super geil. Sie war's? Nö. Ich weiß nicht, ob wir den rauslassen sollen. Ich meine, der hat zwar den Code hierfür. Moment. Nee, die Heckstufe haben wir nicht. Mein Leben ist kein roten Heller wert, aber das hier hat niemand verdient. Okay. Ich schwöre, wenn der mich beißt. Sie müssen nur die Tür aufmachen. Dann gibt der Tower. Wird aber auch Zeit. Endlich ein bisschen Menschlichkeit. Wo willst du hin? Hey. Junge, hallo, du willst mir einen Code geben? Jetzt muss ich ihn verprügeln, glaube ich. Toll. Eben gerade konnte ich noch anquatschen. Hier, Junge, was ist? Ah. Sie waren als einziger Mensch freundlich zu mir. Und Sie können mir glauben, das werde ich nicht vergessen. Falls Sie den Code noch wollen, 8714. Geht über die Tastatur schneller. Genau, hier haben wir reingeguckt, ne? Yeah. Muni. Die können wir bestimmt irgendwann zerlegen, die Kanone. Eine Menge Zeug hier drin. Vielleicht eine Extrapistole? Er war sicherlich kein guter Mensch. Aber sie haben ihn trotzdem befreit. Mich würde interessieren, ob das Mitgefühl war oder sie ein anderes Motiv hatten. Ich kann nur meinen Anweisungen entsprechend handeln. Die Typhon können nur töten und zerstören. Aber sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Forschung abgeschlossen. Nee, kann ich nicht ein zweites Mal. Okay. Ne. Aha. Nochmal Muni. Nochmal Muni. Glue. Achso, eine EMP-Ladung. Die hatte ich doch irgendwo schon mal gefunden. Das nehmen wir mit.
Das ist prima. Das Ding nehmen wir mit. Sag mir nicht, du kannst damit nicht durch die Tür gehen. Bist du zu fett? Der Charakter ist zu fett. Das Geschütz nehmen wir mit. So, du Alien-Schwein. Ich werde dich wegpusten. Ich hoffe, das geht. Automatisches Aus. Löschergeschütz 0.7.6 online. Untersuchungsraum beschädigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Untersuchung beendet. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Okay. Kann ich jetzt... Aha, ich komme. Musst du den also... töten und... tun und machen hier, damit die Tür aufgeht oder wie? Erschreck mich ruhig, Spiel. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist diese Aufgabe von Mr. Dezember. Und da müssten wir eigentlich hin. Natürlich. Ich komm her! Reagieren die gar nicht drauf. Jetzt doch. Ich habe irgendwas von Geschütz gehört. Wo ist das? Wurden die hier drin gerade getötet? Automatische Auslöschergeschütze. Transtars letzte Verteidigung gegen einen Ausbruch. Schwach, aber einfach herzustellen. Das Beste ist die eingebaute Psychoskop-Tag. Sie kann zwischen Aliens und Menschen unterscheiden. Sollte kein Problem für sie sein. Sie sind ja kein Alien. 0.7.6 online. Diagnose ausführlich. ISS nominal. Energielevel nominal. Okay, dann gehen wir da mal rein.
Okay, also sagen wir, wir keine Alien-Fähigkeiten lernen mit den Neuromods, schießen die Dinger nicht auf uns, und wenn wir was haben, dann wäre erledigt. Nee, dann machen wir das nicht. Morgan, wohin gehen Sie? Sie können Alex' Fluchtkapsel ohne Schlüsselkarte nicht... Warten Sie, wer sind Sie? Bitte identifizieren. Morgan, hier spricht January. Dieser Operator war ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Sie arbeiten alle gegen Sie. Vertrauen Sie sich selbst. Vertrauen Sie Ihrem Video. Wir brauchen die Zündschlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerstört sie die molekulare Struktur von Objekten in der Nähe. Recycelbare Materialien. Aha. Okay, RIP. Damit sollte ich nicht umherschmeißen. Die will mir die Zange in der Hand nehmen. Und ganze Teile, okay, was hier noch? Okay, dann die zweite Schrotflinte kommt weg, der Schrott kommt weg. Oh, ich benutze 9 mm eh nicht. Wird das mal behalten. Was bekommen wir raus? 1,3. Okay. Sollen wir denn jetzt noch zur Rettungskapsel trotzdem noch? Ich meine, solange wir uns noch keine Alien-Sachen gespritzt haben, sollte das ja okay sein, wenn wir noch abhauen. Mikrogravitation entdeckt! Guten Tag. Was geht hier vor sich? Operator nähert sich. Diese Tunnel durchziehen die gesamte Station. Hauptsächlich Leitungen für Strom, Wasser und Luft. Aber Operator liefern darüber Vorräte vom Frachtraum zum Arboretum. Bei der geringen Anzahl an eingeteiltem Personal dürfte auch die Typhon-Präsenz hier nur minimal sein. Aber das ist vielleicht eine falsche Annahme. Ich komme. Thank you.
Wie soll das bitte gehen? Wenn die keine Schwerkraft ist, dann ist sie auch kein Sauerstoff. Warum sollte da eine Flamme brennen? Und ich Noob mit Schießen? Sag ich doch. Das gefällt mir gar nicht. Hauptsache, wir sind jetzt immer noch richtig. Nicht weg. Da unten ist noch Stuff. Hier ist auch noch Stuff. Forschung abgeschlossen. Abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay. Die brennen da schön, die Aliens. Das ist cool. Wir müssen gucken, dass wir aber nicht auch brennen. Da ist Loom. Ich möchte nicht flambiert werden wie die Aliens, aber wir müssen da durch. Na, was passiert, wenn man in der Schwerelosigkeit Kugeln abfährt? Okay, dann machen wir einen Cut und fliegen weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.